Wir haben ein schönes Experiment gewagt. Und zwar, wir haben einen Promi gefragt, ob er nicht mehr für uns die ein oder andere Sendung im Fernsehen ansehen könnte, um uns dann seine ganz persönlichen Highlights zu präsentieren. Und der Promi, den wir für unsere Premiere gewinnen konnten, ist kein anderer als einer der angesagtesten Rapper überhaupt. Er hat 6 Nummer-1-Alben, 3 Kinder, einen Dobermann und sieht dazu auch noch irre gut aus. Habt ihr noch ein bisschen Power? Habt ihr noch ein bisschen mehr Power? Bitte begrüßen Sie mit mir unseren Gastdichter, Kontra K! Kennst du die? Ich hab den. Nee, ich mach das nochmal, damit es größer wird. Buch ich die Jungs. Freunde. Kannst du, hier, guck mal, einer Fanclub, hier mit T-Shirt und einem. Kennst du die? Also, oder sind das Verwandte? Ist, ja, es sind Verwandte. Die tun die immer? Ja, man wirkt größer, wenn man Menschen mitbringt, die sehr doll jubeln. Das muss ich mir alles aufschreiben. Ja, ich muss meine Familie mehr mitnehmen. Ja, natürlich. Cousin ersten Grades, zweiten Grades, dritten Grades, vierten Grades. Und dann fängt es von vorne an. Das ist ja total. Dass du hier, du hast einen tierisch vollen Terminkalender, oder? Sagt wer? Mein Terminkalender? Naja, es kommt ja bald etwas auf uns zu, und zwar ein neues Album von dir. Wann nicht? Naja, aber wobei, wie viel das Album ist das jetzt, das? Das ist gemein, dass du sowas fragst, weil ich weiß es selbst gerade. Ich glaube, es ist der 11. Ja. Es ist ein 11. Ja, es kommt darauf an, ob man da mitzählt, ob es EP ist, LP oder diese ganze Weise. Ich wollte gar nicht so Harry Potter-mäßig wirken, dass ich sage, hey Bro, das ist ein Ort. Das sagt man ja auch. Du bist die J.K. Rowling des Raps. Na klar. Ne? Wer kennt die nicht hier? Oder? Ich feiere total deine Single Social Media ab. Die ist wirklich, wirklich geil. Also, was ich nur krass finde, du hast vor anderthalb Jahren, wir verplappern uns, ich weiß, aber du hast vor anderthalb Jahren mal in einem Interview gesagt, du bist eigentlich gar nicht so für eine dezidierte oder für eine ausgesprochene politische Meinung in deinen Songs. Ich finde aber, Alter, ich kenne wenig, die so viel Haltung haben wie du. Also, oder hat sich Kontra K geändert? Nein, also es sind, sind halt viele Gummibären unterwegs, die haben wenig Rückgrat. Ja. Aber es braucht auch ein paar Bäume in diesem Wald, der immer sonst umweht. Deswegen dachte ich mir, ich muss das mal ansprechen. Und weil ich auch Vater von 3 Kindern bin, ist es so, Social Media kann auch Gift sein, es kann sehr schön sein, es verbindet uns alle, aber es lässt uns auch sehr viel hassen. Und deswegen dachte ich, ich muss es einmal kurz sagen. Nicht mit diesem ekligen Zeigefinger, sondern mit dem selbstermahnenden Finger vorm Spiegel. So. Ist gut. Sehr, sehr gut. Ja. Ich könnte mit dir noch stundenlang quatschen. Wir haben aber auch Arbeit zu tun. Wir haben Arbeit zu tun. Ja? Du bist ja nicht einfach Gast. Du wurdest ja knallhart hier von uns. Hast du so ein Monokel für mich? Möchtest du haben? Und eine Pfeife und so einen seinen Morgenmantel? Nee, haben wir so ein Ding? Ich kann dir das Glas ausschütten und dir das. ins Auge. Du musstest dir ja etwas für uns an. Du hast Fernsehen geguckt, auf gut ich Deutsch. Ich habe Fernsehen geguckt, ich habe mich vorbereitet, wie man das als. Und was passt zu einem Hardcore-Rapper besser als. Was durftest du dir angucken? Schlagersendungen. Aber ich habe sie mit Herz geguckt und ich habe sie mit offenem Auge geguckt und ich war nicht voreingenommen. Ich habe nur ein paar Fehler gefunden, aber auch Sachen, die ich mir für mich merken sollte und muss. Nein, doch. Jetzt sag nicht, du hast was gelernt. Das ist sehr das gucken wir noch. Warst du nüchtern, als du das geguckt hast? Am Anfang ja. Erzähl, was ist dir auf deiner sehr speziellen Reise? Wir fangen bei dieser Reise mal an. Ja, ich gehe erstmal als Musiker daran, dass ihr versteht. Ich dachte erstmal, warum gucke ich mir das an? Und ich will auch nicht von oben herab da gucken, weil Schlager ist schön und auf alten Schiffen lernt man segeln. Hast du das gerade gesagt? Habe ich es gedacht oder habe ich es gesagt? Schlager ist schön, das muss ich unbedingt aufschreiben. Nein. Ich bin da erstmal musikalisch rangegangen und mir ist was sehr Lustiges aufgefallen. Und zwar. In dem Song, den ich gleich zeigen werde, da spielt, ich muss gucken, wer das ist. Ach genau, und der ist der SDG von 2020, spielt Kongas. Und ich dachte mir, fuck, okay, der ist echt
talentiert. Er kann das Ganze. Nur habe ich in dem Song keine Kongas gefunden. Und ich zeige euch erstmal den, wir zeigen euch den Song erstmal vorher, wie er vorher aussah. Ja. Spielt ihn mal bitte ab, damit ihr... Achtet auf die Kongas, bitte. Man hört null. Hat jemand die Kongas gehört? Null! Ja. Ich habe die Kongas auch nicht gehört, aber deswegen dachten wir uns, weil ich ja auch mit Expertise da rangegangen bin, dachte ich mir, wir vertonen die mal nach, die Kongas, richtig? Ich zeige euch mal das Ganze, wie es sich anhört, wenn die Kongas wirklich gespielt hätten. Und dann sehen wir, wie musikalisch perfekt das Ganze geworden wäre. Deswegen bitte mit Kongas jetzt. An der Stelle wollte ich das Miami Vice Feeling nicht, nicht auslassen. Das ist aber noch okay. Nee, das ist grandios. Wir fangen. Der spielt so Kongas wie früher Dieter Bohlen immer die Gitarre. Wenn wir von der Rubrik So würde es in echt klingen weggehen, ja, bin ich, ich weiß gar nicht, wie die heißen, das ist von der Gartenparty. Ja? Von irgendeiner Gartenparty? Nee, es ist sogar noch von derselben. Das ist für mich aus der Rubrik, wie das Finanzamt bei mir klingelt. Kommen die nicht mit so einer Ramme? Und dann nein, guck doch mal. Nein, die kommen genau so. Stellt euch das Finanzamt Berlin vor. Ja, Grüße an der Stelle an das Finanzamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Ihr seid klasse. Kommt bitte auch genauso. Ein Festival der Liebe. Und kannst du das? Ich kann, an der Stelle habe ich nur das Wegrennen geübt, aber deswegen ist es auch, wenn du das mit Horrormusik unterlegen würdest, das können wir an der Stelle nicht, dann wäre es irgendwie beängstigend, wenn du irgendwie in der Erdetage wohnst, weißt du, so unten und stellst dir vor, abends ist genau er da, wenn du gerade kurz ins Bett gehen willst und guckst aus dem Fenster und genau das passiert, dann ist es gar nicht mehr so lustig wie bei dem Schlagergarten. Ja, ich glaube, der hat ein bisschen viel von dem weißen Blütenstaub geschnupft. Meinst du, da wird der Hals so elastisch oder nicht? Aber das ist schon ganz geil. Ne? Wahrscheinlich sind die Blumen direkt danach eingegangen. Ja. Hast du noch mehr? Hast du noch Ich habe noch mehr. Ich habe meine Antwort, habe ich auch direkt, was ich dann dem Finanzamt entgegnen werde, habe ich auch noch mitgenommen. Das ist auch Repeat, weil es ist ein bisschen rap-technisch von heute, ist das genau dasselbe. Deswegen, das ist meine Antwort. Ich hab dich lieb. Einer der anspruchsvollsten Texte, die ich je gehört habe. Ja? Naja, das kommt noch irgendwas anderes in dem Lied vor? Nein, das Wichtige ist ja, es kommt durch das Selbstempfinden. Du hast viel Zeit und viel Platz, um was Eigenes hereinzuentwickeln. Also er singt wirklich die ganze Zeit nur, ich hab dich lieb. Darum geht's doch gar nicht. Das ist sehr plump, wie du denkst. Ja, das ist viel tiefer als wir. Ich erwarte zu viel, meinst du? Ja, richtig. Ja, du hast recht. Verstehst du, wenn ich dem Finanzamt sage, ich hab euch lieb, das kann alles heißen. Ja, eben. Und mehr will man ja gar nicht sagen. Ich hab dich lieb, liebes Finanzamt St. Augustin. Damit wir die auch mal gegrüßt haben. Ja, ey, alle. Props ans Finanzamt. Ich habe schon mal instrumentale Lieder gehört, die hatten weniger Text als der. Ja, ich habe ein liebes Kerlchen gefunden. So wäre der Witz gewesen, aber ich habe ihn vergeigt. Ich hab noch ein sehr liebes Kerlchen gefunden. Der hat super getanzt und die ganze Show hat mir super gut gefallen. Ich zeige euch erstmal, was ich gefunden habe. Weißt du, wie der heißt? Ja, Ross Anthony. Ross Anthony! Oh, geil. Ja, zeig. Ja, bitte komm, da könnt ihr mal. Wow! Ich dachte, ja. Was denn? Stopp. Ich dachte, weil die Sache so viel Tiefe hat, die Musik nicht darstellen konnte, habe ich das Ganze nochmal geändert und dachte mir, so wünsche ich mir eine Bühnenshow. Und das ist jetzt mein Traum, von dem wir jetzt einfach mit dem wir mal laut träumen alle zusammen. Ja. Der geht so.
Wenn man denkt, man hat alles gesehen, das kaputte Leben ist gerade okay. Kommt von der Seite der dreckigen Wasser, das Schicksal hinter die Liebsten und geht. Blut und Regen vermischt mit gebrochenen Egos, fließen zusammen den Bordstein entlang. Doch auch in den dunkelsten Ecken des Seelens blühen die Rosen bei Sonnenuntergang. Die letzte Träne, die ich hab, wer ist sie noch wert? Hinter der Platte meiner Brust ist leer. Die letzte Träne, die du hast, ich bin sie nicht wert. Hinter der Platte meiner Brust ist leer. Alter, das ist deine Bühnenshow. Das ist meine Bühnenshow. Das ist deine Show. Er hat sie vorbereitet. Also an der Stelle die Props nicht vergessen, Ross Anthony. Das letzte Mal, dass ich übrigens Ross Anthony so cool gesehen habe, das war nie. Also das hast doch, du sehr, doch, sehr doch. Schön gemacht. Der ist ein liebes Kerlchen. Also, oh, hast du nicht noch mehr? Ich habe nicht noch mehr. Oh, schade. Willst du noch mehr? Ach, ja. Also im Grunde genommen eigentlich... Soll ich noch mehr? Hör mal, was ich mir gut vorstellen könnte, im November kommt immer das Adventsfest der 100.000 Lichter. Ich glaube, das ist auch vom der 100.000 Lichter. Ja. Weißt du, wie das hängt? Als hätten die alle zu sehr an den weißen Blütenstaub gerochen. Definitiv. Das haben die alle. Beim MDR alle. Die machen immer... Beim MDR. Leute. Wenn du dir... Mit Florian Silbereisen übrigens. Kennst du den? Florian Silbereisen? Du meinst persönlich? Pablo Escobar, das Schlager. Wann sehen wir dich denn bei Schlagerboom XXL? Da machen ja mittlerweile alle mit. Ich habe ja schon sehr viele graue Haare, die rasiere ich nur ab, aber es ist nicht mehr lang hin, glaube ich. Mach's bitte, tust mir einen Gefallen, versprich mir das. Wenn du mir diese gelben Blumen bringst und du dann mittanzt und wir Ross Anthony. Die gelben Blümchen müssen. Moment mal. Okay. Also erstmal. Jeder! Und jede kauft das neue Album Für den Himmel durch die Hölle. Und wir sehen dich ja auch noch wieder, nämlich mit deiner neuen Single, wieder 2015 bei der nächsten Schlag den Star-Sendung am 4. Juni. Da spielst du, da performst du. Ne? Also du kämpfst nicht, sondern du performst. Beides. Wie? Du machst auch mit? Nein, Quatsch. Nee, aber du kämpfst. Also du performst. Du performst auch, ja. So, da ist Kontra K zu sehen. Außerdem auch der ESC-Sieger aus der Ukraine, das Kalush Orchestra. Und... witzig, dass du es angesprochen hast, denn wie es sich gehört für einen Gast, der besonders gut war, haben wir natürlich ein Geschenk für dich. Und das ist er hier. Und wehe, das Ding ist nicht in deinem nächsten Musikvideo. Das muss mit drin sein. Max, geil, dass ihr hier macht. Riesenapplaus für Kontra K, meine Damen und Herren. Ich fahre dich noch rüber.